Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, sind nun in Kapitel 4 des Buches Der kommende Prinz von Andersen, der kommende Fürst, die Botschaft des Engels. Das war die Botschaft, mit deren Überbringung der Engel als Antwort auf das Gebet des Propheten um Gnade für Juda und Jerusalem beauftragt worden war. Doch was bedeutete sie? Was sollen wir nach einer zuverlässigen Auslegung suchen? Sicherlich nicht bei den Juden, denn obwohl diese selbst den Gegenstand der Prophezeiung bilden und folglich von allen Menschen am meisten an deren wahren Bedeutung interessiert sein müssten, sind sie voreingenommen. Den ganzen Text werdet ihr sehen können, wenn ihr unten am Knopf des YouTube mehr ansehen klickt, dann kommt die komplette Datei und auch das MP3 zu diesem Text. Im Herrn Jesum Christum, wunderbares Wort Gottesstudium wünsche ich euch.